Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Jetzt mal Gülleverkauf. Mal sehen. Das meiste hatten wir noch bei der Biogasanlage. Damit werden wir jetzt in dieser Folge mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen Geld auch machen können, so nebenbei. Gut, wir mussten natürlich auch den Anhänger hier kaufen. Was steht denn hier? EF. Wofür steht EF? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo ihr herkommt. LS15. Na gut, aber das EF wird ja irgendwo für stehen. Aber keine Ahnung wofür. Ja, um die Gülle bei der Biogasanlage zu verkaufen, bei der Gärtnerei zu verkaufen, müssen wir natürlich ganz schön weit fahren wieder. Aber da, wir müssen ja eh ein bisschen warten, bis unsere Silage gegoren ist und wir die für die Futtermischfabrik und für die Biogasanlage verwenden können. Also können wir in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen Gülle verkaufen. Hier haben wir ja auch wahrscheinlich Gülle. Ich weiß aber gar nicht, wie viel. Das ist hier angezeigt eigentlich. 11.000 immerhin. 1% gefüllt. Na, machen wir das mal schnell. Nehmen wir das mal mit. Wollen wir sowieso schon zwischenfahren. Füllt ja auch nicht besonders schnell auf. Aber okay, dann haben wir schon mal 11.500. Fahren wir nochmal rüber zu den Schweinen. Die werden ja wahrscheinlich auch ähnlich viel haben, vermute ich zumindest mal. Mal sehen. Hier sind knapp 9.000. Dann haben wir ja schon mal 20.000 im Tank. Und dann kann man rüber zur Biogasanlage und da werden wir dann versuchen, so einen kleinen Kurs nochmal irgendwie aufzuzeichnen. Damit der dann zweimal alleine fahren kann. So. Und einmal übersetzen zur Biogasanlage. So ranfahren und dann werden wir die Kursaufzeichnung beginnen. Wir machen das dann mit Wartepunkten und im Zweifel das selber steuern, aber der dann alleine zwischenfährt. So, Kursaufzeichnung beginnen. Hier machen wir einen Pausepunkt und befüllen. Hier sind nämlich immerhin 100.000. Mal ein paar Mal zwischenfahren. Ja, irgendwie glaube 30.000 passen hier rein. Jo, voll. So, und dann fahren wir zur Gärtnerei von hier. Ganz schön schwer, kommt nicht so leicht im Gang. Ich merke gerade, dass ich auf der falschen Straßenseite fahre. Ich bin zu den Engländern gewechselt. So, hier können wir ziemlich gerade durch eben rüberfahren. Das ist eine ganze Strecke. Wir müssen jetzt einmal vom Kartenende zum anderen Kartenende. Und deswegen zeichnen wir diese Strecke eben auch auf, damit wir die gleich alleine lassen fahren können. Also vielleicht nur ums Auffüllen und Entleeren kümmern, weil ich weiß nicht, ob wir das auch alleine hinkriegen würde. Eigentlich glaube ich ja. Na, dann fahren wir gerade rüber. Dann wollen wir uns hier durch die Kurve schlängeln. So. Punkte, Punkte, Punkte. Sieht schlecht aus, dann müssen wir einmal durchlassen. So. Oh ne, jetzt fährt er auch noch hier vor uns, ne? Dann ernst. Wenn ich den jetzt überhole, dann sieht der Kurs ein bisschen blöd aus. Aber wir können ja mal hier knapp dran vorbeifahren, das sollte funktionieren. Rechts überholt. Eindeutig verboten, aber egal.
So, jetzt noch einmal rechts abbiegen. Dann zur Gülle-Verkaufsstelle. Und mal sehen, wie viel Geld wir eigentlich dafür kriegen. Mit 30.000 Gülle verkaufen. Ich glaube, Apfelträger soll er ja alleine erkennen, theoretisch. Das selber, das ist mir zu riskant. Hier machen wir wieder einen Pausepunkt. Und dann können wir mal schnell auskippen. Wow. Ja, viel Geld bringt es nicht. Gerade ist auch echt langsam am Ausfüllen. Wenn man sieht, also hier lädt ab, lädt nur sehr langsam ab. 3.000 haben wir jetzt da schon dazu gekriegt, also knapp 10.000 für so eine Ladung, würde ich jetzt sagen, gibt das. Habe ich jetzt ein Stoppschild gemacht? Ich habe Pause gemacht, ne? Ich habe gar keinen Parkpunkt gemacht. Das war ja auch wieder blöd. Ansonsten dauert das so echt zu lange. Es ist ja nicht so besonders spannend, ne, sich das hier die ganze Zeit anzugucken. Mal sehen, dass wir hier genau wieder wenden können. In die Richtung, ist ja auch lustig. Einfach hier so, sehe ich jetzt erst. Aber wir können zumindest auch Gülle jetzt hier verkaufen, das funktioniert, das ist schon mal gut. 10.000 haben wir jetzt plus gemacht, locker. Mit einer Ladung. Also haben wir auch locker 20.000 im Pott. Wenn nicht eher 30.000. Jetzt müssen wir einmal schnell mal hier wieder fortsetzen. Harsche Kurve fahren. Und dann geht es auf dem gleichen Weg zurück, wie es hingegangen ist. Und dann müsste er das eigentlich von alleine kriegen. Zumindest die Zwischenfahrt. Müssen wir das nicht immer machen. So, ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner. Augen zu durch. Passt. Noch. Da kommt hoffentlich auch gerade nichts. Dann geht's weiter. Dann ist aber auch gleich schon wieder bei der Biogasanlage. Jetzt verzieht er so ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Oh, machen wir Punkte, Punkte, Punkte. Gleich da und werden dann sehen, ob der Kurs funktioniert. Jetzt werden wir den hier weiträumig kreisend anfahren.
Machen wir hier einen, machen wir noch. Und dann Stopppunkt. Aufnahme beenden. Und Abfrage einstellen für temporärer Kurs oder für doch irgendwo diesen Gülle zu bringen. Kannst du mal testen, ne? Abfrage einstellen. Soll ja hier halten, nicht durchfahren. Abfahrer einstellen. Aktiviert. So, eigentlich sollst du jetzt hier bei dem Pause-Piep. Naja, bleibt da nicht. Ich weiß nicht warum. Nächsten Wegpunkt. So, und da sollst du doch jetzt eigentlich kurz anhalten. Macht aber nicht. Dann machen wir nochmal Überführung. Testen nochmal. Ja, jetzt ist er nämlich da. Jetzt können wir auffüllen. Das können wir auch noch selber machen. Rumgucken. Gucken. Das dauert ja wie gesagt ein bisschen das Ganze. Obwohl das Befüllen geht ein bisschen schneller als das Abfüllen. Glaube ich, ne? Ja, 14.000 immerhin schon. Hälfte geschafft. Reifen tanzen ja so ein bisschen. Ich mache aber gar nichts. Also ich lenke gerade nicht. Das machen die von allein. Ich weiß nicht warum. Dum, 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 dum. Die tanzen den Reifen. So. Voll weiterfahren. Jetzt sollte er ganz schön praktisch seine Route abfahren. Ich gucke, ich spring mal raus, um zu sehen, das funktioniert. Keine Sorge, wir laufen jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Mal sehen hier. Da verschwindet er. So, dann gehen wir mal wieder ans schwarze Brett. Das Baseballfeld sollte gemäht werden. Ne, wollen wir nicht. Wir haben natürlich noch eine Möglichkeit. Kriegen wir recht schnell eigentlich, aber wir haben keinen Traktor hinten bei dem Hof stehen. So. Dann müssen wir natürlich dringend mal wieder etwas Obst ernten. Nützt ja nichts. So, komm. Einmal bitte befüllen. Schon mal die ersten beiden. Das sind gleich die nächsten beiden. Ja, dann machen wir eigentlich hier zwischen. Ich hoffe, das reicht gerade so, wenn ich in der Mitte fahre. Ein bisschen näher zusammenstellen sollen, die Bäume vielleicht. Hätte das ein bisschen besser geklappt. Oh, schon mal eine ganz gute Orangenernte hier wieder, die wir einfahren. Ein paar Bäumchen haben wir hier noch.
Stück zurück. Hier wieder weiterzumachen. So. Ja, ups. So, das war's. Dann diesen hier noch. Und dann haben wir hier noch 5-6 Stück stehen. Müssen wir eigentlich gleich mal gucken, was unser Güllewagen macht. Stopp. Ja, nämlich. Ja, da war nämlich schon wieder so weit, auf dem Rückweg sich zu machen, ohne abgetankt zu haben. Also den, bei dem Überführungskurs funktioniert das so irgendwie nicht. Geht vielleicht nur beim Abfahrer, dass er dann merkt, dass da ein Trigger ist. Da hätten wir also auch noch einen Wartepunkt setzen müssen. Ich hatte aus Versehen eine Aufnahmepause gedrückt und nicht einen Wartepunkt. Haben wir aber gerade noch rechtzeitig gemerkt. Nicht ganz rechtzeitig vielleicht, aber einigermaßen zeitig. Können wir gleich unsere nächste Ladung verkaufen. Das müssen wir aber nicht abwarten, das macht er glaube ich auch von alleine. So, auskippen. Das dauert ja, genau, Geld läuft weiter. Dann können wir uns weiter um die restlichen Orangen kümmern. Weil das ja echt eine ganze Weile dauert. Ups, nicht so weit weg. Bis der Gülle-Anhänger leer ist. Derzeit haben wir locker die Bäume geerntet und auch die Orangen schon mal wieder zum Verkaufsstand gefahren. So, 10.120 ist hier die Ausbeute. Der eine Anhänger ist fast voll. Auch sehen, unsere Ständige sind komplett leer geräumt. Ja, doch noch nicht ganz. Ein paar Kirschen oder so sind da wohl noch. So, einmal entleeren bitte. Ein paar Kisten in die Auslage. Und das macht er hier auch nochmal. So, da haben wir noch 4.400 für den Obstmenschen. Der sich auch immer freut, wenn wir dem ein paar Orangen bringen. So. Reicht noch nicht. So reicht es. Falsche Seite. Aber egal. Hä? Es sind 18 im anderen Anhänger? Oh ja. Gut. Das Geld läuft immer noch, also ist er noch nicht fertig mit Gülle abtanken. Können wir nochmal hier schon mal anfangen, Kirschen aufzunehmen. Müssen ja auch gepflückt werden, die Bäume. Das ist eine ganz praktische Aufteilung so. Gülle tankt immer noch so. Jetzt ist Gülle fertig abgetankt. Also werden wir ihn jetzt einmal schnell wieder auf den Weg schicken. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann hält er bei der Biogasanlage eben auch am Parkpunkt an. Da brauchen wir uns diesmal keine Sorgen machen. Diesmal sagt er Bescheid, wenn er an einem anderen Weg angekommen ist. Und wir ernten noch ein bisschen Obst. Die Kirschbäume sind auch zu 100% voll. So viel Kirschbäume haben wir eh nicht. Mal gucken, wir haben das Doppelte an Orangen gekriegt. Mal sehen, dass ich hier die Kurve kriege. Passt. So. Kirschen. Kommen hier mit hin, ne?
Wir haben gar nicht genug Kirschen. Da hätten wir noch 1000 mehr gebraucht, um den voll zu kriegen. So, also Pflaumenbäume haben wir hier keine mehr. Die müssten wir abreißen, weil die im Schuppen standen. Aber hier haben wir noch unsere Reihe Kirschbäume. Und wir können ja auch noch mal ein paar mehr Bäume sonst irgendwo irgendwie pflanzen. Aber erstmal noch nicht. Dann könnte man so einen Routenkursabfahrer machen, der dann einfach die Bäume immer abfährt und man nur ab und an mal die vollen Anhänger ausleert. Aber das kostet natürlich dann wahrscheinlich mehr Geld, als was es uns einbringt. Wenn man den Cosplay-Helfer da für eine Stunde berechnet mit 1000 irgendwas. Und so viel Ertrag machen unsere Obstbäume dann ja doch nicht, dass sich das irgendwie lohnen würde. Aber wir versuchen doch nochmal wieder immer zwei Bäume gleichzeitig leer zu kriegen. So, er ist am Wendepunkt angekommen. Dann holen wir uns jetzt noch schnell hier die letzten paar Pflaumen. Na, nicht immer so. Das waren unsere Pflaumen. Jetzt werden wir einmal schnell mal wieder wechseln. Da ist er. So, und Volltanken. Das dauert jetzt wieder eine Weile. Also werden wir jetzt die Kirschen. Ne, Kirschen lag ich schon wieder. Da stehen Pflaumen drauf. Auch in unsere Hochverkaufsstelle bringen. Auch wenn wir noch nicht wirklich wissen, was uns das so an Geld bringt, machen wir das trotzdem mal so nebenbei immer ein bisschen. So, Pflaumen. Und nochmal Pflaumen. Ups. Okay. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir auch mal den Erdbeeren wieder ein bisschen Wasser bringen? So, einmal bitte voll machen, soweit wie es geht, mit Wasser. Es dauert wieder ein bisschen in der Zwischenzeit. Gucken wir mal, der Anhänger ist voll, oder? Ja, Abfahrer, weiterfahren. Kommen wir hier noch, also einmal zwischenfahren kann er gleich noch mehr. Müssen wir nur mal wieder sehen, dass wir gleich den richtigen Punkt erwischen, an dem es soweit ist, dass er bei der Gärtnerei angekommen ist, nicht, dass er wieder zurückfährt. Ja, der ist immer noch rot, weil er immer noch kein Silage-Dings hat. Da gucken wir gleich mal, wie weit das eigentlich ist. Vielleicht ist der Gärprozess ja langsam mal abgeschlossen. So, hier müssen wir mal gucken, wo die Wassertanks nochmal sind. Hier haben wir auch überhaupt kein Brunnenwasser mehr. Erdbeeren sind hier immerhin 1300, da passen aber viel mehr hin. So, haben wir immerhin wieder 2000, da kriegen wir doch an jedem Tank ein bisschen was rein. Werden wir da sonst gleich nochmal eine Schaufel Mist hinbringen. So. Ups. Einmal schon mal gucken mit dem, wo wir gerade hier sind. Na, 25% Gären.
Das geht ja gar nicht mal so schnell, ne? Das dauert noch ein bisschen, bevor wir da soweit sind. Naja, lassen wir unseren Obsttransporter erstmal hier stehen. So. Jetzt kann man mit dem mal schnell eine Ladung Mist holen. Aber was mich auch interessieren würde, ob man mit dem eigentlich auch Stroh schaufeln kann. Mal kurz mal testen, ich glaube aber nicht. Naja, dafür sind wir nicht ausgelegt. Und wahrscheinlich auch nicht so, oder? Stroh will er nicht. Hätte ich mir fast denken können. Aber wir haben hier ganz guten Mist liegen. So, Schaufel voll. Und die bringen wir einmal schnell zu den Erdbeeren. Wechselgut, Mischfutter. Silage und Gras. Ist ja nicht so besonders toll gefüllt, unser Lager hier. Gerade aktuell. So, mal gucken. Dass wir hier einmal voll machen. So. Auch noch ein bisschen. Das können wir am besten von hier drüben aber anfahren. So, nicht gegen das Glas, sonst geht noch das Glashaus kaputt. Schwupp. Haben wir noch mal eine kleine Schaufel, aber keine volle Schaufel. Oder? Ich weiß nicht genau, wie schnell wir die denn wieder leer kriegen und ich will nicht nachher noch so einen Mist in der Schaufel haben. Wir können es dann natürlich auch hier wieder auskippen. Und hier ist eh nicht mehr so viel, aber den Rest nehmen wir mit. So, komm. Sammel auf. Ja, da haben wir es verpasst. Der ist bestimmt gleich schon wieder bei der Biogasanlage. Das hat so lange gedauert. Ganz toll. Dann fahr mal wieder zurück. Hast ja sonst nichts zu tun. Wir können jetzt noch eine Schaufel schnell mal Mist rüberbringen. Kein Grasfutter haben, ist jetzt ja ein bisschen blöd, ne? Aber doch ein bisschen, hätten wir eine Ladung hier zumindest an Gras für die Kühe sammeln sollen in unserem Futterlager, das wäre geschickter gewesen. So, das war dann der Mist. Jetzt sind alle Erdbeergewächshäuser auch wieder ein bisschen produktiver. Mit Wasser und mit Mist ausgestattet, wir produzieren die auch ganz gut Erdbeeren. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten, bis der hier fertig ist. Das dauert noch. So, gucken wir jetzt erstmal, dass wir jetzt diesen Moment hier nicht verpassen. Nicht schon wieder verpassen. Aber ich glaube, das gucken wir uns gleich in der nächsten Folge ein. Ich danke euch immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.